auch was mit Pärsch. So, da sind wir wieder. In dieser Folge werden wir uns erstmal um Radio Libertad kümmern. Die kommen. Fuck. Ja, die Frage würde ich mir eher bei dir stellen. Komm, Hundi. Komm, wir gehen. Moment. Scheiße. Fuck. Das war nicht geplant. Ja, wie wär's mit heilen, bitte? Ey, ihr Verräter. Ey, ihr Verräter, wie wär's damit heilen, bitte? Boah, doofe Ziege. Rennt die einfach weg. Und die? Ja, du lebst gut. Wir machen uns vom Acker. Ja, auf den wäre ich nicht gerne gestoßen. Warte mal, was? Ach so, das ist die Dusche, das wäre das Klo. Bicho! Der beste Guerriero der Welt! Wir reden gleich. Das hört sich schon nicht gut an, wenn der schon scheiß Technik flucht. Dani, sieh mal, was ich hier hab. Willkommen bei Radio Libertad. Marquesa hat das Internet gesperrt, also nehmen wir das Radio, um Libertad eine Stimme zu geben. Aber Yaras uraltes Netz macht mir einen Strich durch die Rechnung. Das ist von, was weiß ich, 1993.
Diese roten Antennenturmdinger in der Gegend senden das Signal, aber die meisten sind defekt oder zeigen in die falsche Richtung. Ich habe alles markiert, was repariert werden muss. Reparierst und drehst du sie? Für unseren Traum? Wir geben Yara die Wahrheit, die es braucht. Habe ich dir je gesagt, dass ich dich liebe, Danny? Nein. Gut. Da müssen wir hin. Wisst ihr, ich hätte am liebsten gerne einen Heli. Da haben wir kein Heli-Depot. Da auch nicht. Hier ist ein Flugplatz. Auch kein Heli. Oh Mist. Da muss ich die Dinger echt abfliegen, alle. Oh, gut. Also wenn ich mit dem Auto dahin komme, dann geht's. Okay, Bicho, was hast du für mich markiert? Harbinger. Die Soldaten stehen mir im Weg. Offizier, ich kann dich nicht beschützen. Okay, pass bloß auf, Danny. Schlauer Hund. So, Problem gelöst. Also ich hätte schon gerne eine Kiste mit Muni. Die Antenne hat's schafft. Bleiben noch zwei. So, die nächste wäre hier. Yeah.
nenne ich Improvisation. Okay, Bicho, was hast du markiert? Bicho, ich bin bei den Wohnungen. Improvisation zur Kunstform erhoben. Sie haben das Stromnetz angezapft, aber eine ihrer Schaltungen ist durchgebrannt. Das unterbricht die Stromzufuhr zu einer meiner Antennen. Geh aufs Dach und finde sie, por favor. Folge meinem blauen Graffiti bis zum Kontrollraum da oben. Er ist verschlossen, aber das hat dich noch nie aufgehalten, oder? Noch nie, Bichau. Scheiße, ja! Radio Libertad wird Yara mit der Wahrheit erleuchten. Kein Strom. Ich muss mir die Kabel da oben ansehen. Doch hier irgendwas damit zu tun haben, was man hier drin machen kann, oder? Ah ja. Da ist der Fehler. Esperanza, mach dich bereit für Radio Libertad. Noch ein Ton, dann kann Radio Libertad loslegen. Strom ist da, perfekt. Die Mission ist nicht so schlimm, wie ich mir das gedacht habe, weil meistens sind so Türme auf. Ich liebe diesen Ort. Du schießt nicht auf sie. Gracias. Neue Probleme. Ach, Hundi, vergessen, scheiße. Egal. Du kommst eh hinterher, von daher. Oh. Was ist das für mich? Ja, bin beim Turm am Café Tasso. Warum? Klingst ein bisschen gestresst? Ein Kumpel von mir kennt jemanden, der Telefonkarten auf der Straße verkauft.
Er meinte, Marquesa hat einem die Eier abgeschnitten, weil er ohne Genehmigung der Kulturministerin ein Mural gemacht hat. Kriegst du kalte Füße? Ach, Quatsch. Marquesa kann mich mal. Aber wenn sie mich holen kommt, dann passt du auf meine Eier auf, okay? Okay. Bichos Graffiti. Mann, wieso hat er keinen Fallschirm geöffnet? Ich hab's doch gedrückt. Hola, Danny. Alles gut bei dir? Ja, bin beim Turm am Café Tasse. Warum? Klingst ein bisschen gestresst? Ein Kumpel von mir kennt jemanden, der Telefonkarten auf der Straße verkauft. Er meinte, Marquesa hat einem die Eier abgeschnitten, weil er ohne Genehmigung der Kulturministerin ein Mural gemacht hat. Kriegst du kalte Füße? Ach, Quatsch. Marquesa kann mich mal. Aber wenn sie mich holen kommt, dann passt du auf meine Eier auf, okay? Okay. Bichos Graffiti. Euer Element muss ganz oben sein. Ach, ihr wollt mich schon verarschen. Ich hab schon Höllenangst. Und sowas wie das hier. Oh Gott. Blöder Vogel. Das wird das Signal verstärken. Alles klar, Bicho. Radio Libertad kann auf Sendung gehen. Danny, du hab's versucht, aber Marquesa stört meine Signale. Sie übertönt mich einfach mit dem Sackgesicht Anton. Scheiß 2G-Verbindung. Mach die Störsender an der Gipfelstation Taino platt und die großen Schüssel, die unsere Signale blockieren. Antibus liefert. Blöder Vogel. Bicho? Hallo? Biga. Nein! Oh Mist. Ich brauche eine Karre. Hier ist sie wieder. Sogar die Einschusslöcher sind gepflegt. Gracias. Ich freue mich. Das wird ein Riesenspaß. Ganz vorsichtig.
Dach. Die Störer müssen weg. Blöde Töle. Sind wir fertig? Sorry Leute, ich muss die Dinger holen, weil ich will nicht nochmal zurückkommen. Für das Gleiche. Ich sollte zuerst den Störsender auf der Schüssel ausschalten. Von dem Dreck. Da ist der Turm. Ich muss auf den Turm steigen. Den Schalter am Verstärker umlegen. Ja gut, ich lasse mit dir unten kämpfen. Das ist eine gute Ablenkung und deshalb machen wir das hier. Bei Radio Libertad.
Ein neuer Sender der Libertatsrevolution von unseren Herzen in eure Ohren trägt. Hier gibt's kein wahre und falsche Jarana-Scheiß. Hier gibt es nichts als die Wahrheit. Und coole Beats. Apropos, hier ist ein Klassiker von Maximas Matanzas, um warm zu werden. Danny, hast du mich gehört? Ja? Hab ich mich gut angehört? Ja, oldschool, aber erste Sahne, Bicho. Das wird Talia gefallen. Paolo wird durchdrehen. Hast du es Clara schon erzählt? Nein, weil ich gerade mit dir rede. Genieß den Moment, Bicho. Ich habe die Macht! Scheiß auf Maria! Ich werde Castillo, unser Radio Libertad, in die Fresse donnern! Unsere Musik! Libertads Message! Die Meinungsfreiheit siegt! Viva Libertad! Scheiße, ja, Bicho! Viva Libertad! Oh ja! Wir haben es geschafft. Gut. Als nächstes. Ach, hier oben geht auch noch dazu. Ups, das habe ich ja komplett vergessen. Gut, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.